Hallo, wir sind vom Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg und von der ADFC Stadtteilgruppe. Wir sind heute hier digital wegen der Corona-Maßnahmen, aber wir wollten trotzdem demonstrieren, wie jeden ersten Dienstag im Monat. Ich möchte euch zunächst Danke sagen. Diejenigen, die schon 5-mal bei uns zur Demonstration dabei waren und mit uns gemeinsam für ein sicheres Radfahren auf dem Tempelhofer Damm demonstriert haben. Wir wollen hier auf dem Tedamm Radinfrastruktur, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo immer mehr Radfahren, auch Ungeübte. Das gilt insbesondere auch für Ältere wie mich. Ich habe zum Beispiel das Fahrrad eben gerade von Alt-Tempelhof hierhin zum Rathaus geschoben, weil es mir zu gefährlich ist, hier zwischen den rasenden Autos zu fahren. Es betrifft aber nicht nur mich, sondern auch Jugendliche, die gerade 11 geworden sind, die hier auf die Straße geworfen werden, weil sie zwischen, vor und hinter den rasenden Autos fahren müssen. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen, dass Radfahren für alle möglich ist. Nicht nur für die unerschrockenen, hartgesottenen, sich sicher fühlenden, wagemutigen, ja, man kann sagen, Extremsportlerinnen. Wir wollen Radfahren für alle. Ja, dann lasst uns noch mal zurückblicken. Im Jahre 2017 haben wir als Netzwerk und ADFC 2000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern hier gesammelt, die sich dafür eingesetzt haben, hier auf dem Tempelhofer Damm eine Radverkehrsanlage zu bekommen. Dann hat auch tatsächlich das Parlament, die Bezirksverordnetenversammlung im September 2017, einen Beschluss gefasst, hier die Radverkehrsanlagen einzurichten. Das ist prima. Nur danach hat es ewig gedauert. Wir haben Tippeltappeltour, alle einzelnen Planungsphasen, so als würden wir hier eine neue Straße irgendwo in einem Riesengebiet neu bauen. Die haben wir alle abgearbeitet gesehen. Wir haben zwischendurch viele Pausen gesehen. Wir haben gesehen, wo sich die Verwaltungen im üblichen Ping-Pong die Verantwortung hin und her geschoben haben. Deswegen sind wir nun schon im Monat 38 immerhin angekommen seit diesem Beschluss und es ist immer noch nichts auf der Straße. Deswegen müssen wir auch weiter demonstrieren und deswegen werden wir uns voraussichtlich im Dezember am ersten Dienstag wieder hier auf dem Tempelhofer Damm versammeln und werden dafür uns einsetzen, dass schnellstmöglich Radverkehrsanlagen hier geschaffen werden. So, Jens wird jetzt zum Ermahnrad gehen, was wir aufgestellt haben vor ein paar Monaten und wird die Zahl 37 ersetzen durch 38, weil wir jetzt 38 Monate warten, dass hier auf dem Tedamm was passiert. 38 Monate seit dem BVV-Beschluss für sichere Radverkehrsanlagen auf dem Tedamm.